Ja, heute soll es nicht. Heute soll es mal kein Let's Play geben. Heute gibt es mal ein kleines Vlogchen. Z-Log. Ich habe hier einen roten Umschlag, den kennen einige von euch schon. Aus dem Loot Chest Unboxing, aus dem letzten, aus dem Halloween Loot Chest Unboxing. Ich würde mal sagen, mache ich kein Geheimnis draus. Oh. Ja, ich schreibe heute mal ganz altbacken, retromäßig eine kleine Karte, würde ich mal sagen. Und ja, werde mal dazu ein bisschen labern und was soll es, irgendwie mal ein bisschen. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee und das wäre interessant und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen und ja, mache ich es mal. Mach mal was ganz Retro-mäßiges. Ich schreibe mal wieder einen Brief. Kennt ihr das noch? Das ist so ein bisschen wie SMS, bloß halt langsamer. Ja, hat man sich früher so immer geschrieben, als es noch keine SMS gab. So, hier habe ich diese wunderschöne Chucky-Karte. Happy Halloween. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine ganz intelligente Idee ist, aber ja. Die Marmeladenoma, die hat mir geschrieben, sie wolle doch mal einen Brief von mir haben. Sie wolle mir antworten, sie habe keine Adresse von mir. Und ja, ich würde mal sagen, ich schreibe ihr mal einen Brief, einen schönen Brief zu ihr mal. Sie mag ja Puppen. Deshalb. So, viel dazu. Jetzt habe ich hier diesen wunderschönen Stift, wo ich nicht hundertprozentig weiß, wie man den wirklich bedient, wie man den aufschraubt. Ja, jetzt ist irgendwie offen. Ja, okay. Der schreibt, wenn nicht, dann muss halt irgendwie ein Edding hier schreiben, das wäre nicht so gut oder ein Bleistift oder ich kratze das einfach an das weiße Papier rein mit meinen Fingernägeln. Passt auch irgendwie. So. Ich bin am Freitag, am Samstag und vielleicht auch noch ein bisschen am Sonntag verreist. Ja, ich muss am Wochenende arbeiten. Das habe ich so mal eben erfahren. Das steht schon länger in meinem Kalender, aber ich habe es nicht registriert. Das ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es ist in der Tat so, dass ich die Tage, also Freitagnachmittag und den kompletten Samstag außer Ortes bin und an einem Ort bin, wo ich nun mal nicht aufnehmen kann. Und das heißt, kurz gefasst, ihr werdet wahrscheinlich am Freitag und am Samstag keine Videos haben. Also die zwei Videos am Samstag werden leider ausfallen müssen. Es tut mir, wie gesagt, da habe ich noch nicht gesagt, aber es tut mir für euch sehr leid, dass ich euch an den Tagen keine Videos bringen kann, aber ja, es kam sehr überraschend und bis Freitag werde ich es nicht schaffen vorzuproduzieren, also ja, bitte ich um Verzeihung, dass an diesen Tagen keine Videos kommen werden. Das tut mir selbst leid, aber wir müssen damit zurechtkommen und es sind ja nur zwei Tage, also
ja, seid nicht zu traurig und nehmt euch das nicht zu doll zu Herzen. Es gibt auf meinem Kanal mittlerweile über 700 Videos, die da sind, die öffentlich sind, die ihr bestimmt noch nicht geguckt habt. Da wird es bestimmt das ein oder andere von geben. Das habt ihr noch nicht geguckt. Vielleicht könnt ihr euch das ein oder andere Let's Play-Projekt reinziehen. Auch ältere Sachen kann man sich noch antun. Da gibt es ganz gute Sachen für die Älteren unter euch, so Resident Evil Revelations. Das Let's Play habe ich schon beendet. Das ist sehr, sehr zu empfehlen. Das ist gerade hier zu Halloween hier. Zum Happy Halloween. Kann man sich auch mal reinziehen. Jetzt im Oktober, wo es dann schon dunkel wird, dann gibt es so abends mal ein bisschen Resident Evil Revelations gönnen. Und ja, ein bisschen gruseln. Für die Jüngeren, ja, kann ich meine Mario Collection auch sehr empfehlen und andere Projekte, Pokémon Let's Plays, da habe ich auch schon einige beendet oder halt angefangen. Was soll ich sagen? Demnächst stehen ja auch noch sonderbare Sachen an auf meinem Kanal. Die Specials zum Beispiel von Halloween, da habe ich mir auch was Tolles ausgedacht. Zu Halloween kriegt ihr wieder ein wunderschönes Special, wie ich zumindest finde. Da habe ich was vorbereitet, das kann man sehr gut anbieten und so. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Verrate natürlich noch was, was es gibt, falls ich es nicht schon verraten habe. So, da freue ich mich schon drauf und hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ja, Pokémon Ultra Sonne und Pokémon Ultra Mond kommt auch demnächst mal in den Handel und auch das werde ich sehr gerne für euch spielen und Let's Playen. Ja, auch auf meinem Kanal gibt es eine ganze Playlist mittlerweile zur Marmeladenoma. Da habe ich auch schon ein paar Videos produziert zu dem Thema. Also schaut auch dort in den Tagen rein. Da gibt es auch so ein schönes Video, was ihr euch angucken könnt. Und ja, das ein oder andere Video vielleicht auf meinem Kanal. Also, keine Angst. Die Videos gehen euch nicht aus. Wenn ihr Langeweile habt, auf meinem Kanal findet ihr ewig Sachen, die ihr noch nicht kennt. Ihr werdet sehen, ihr könnt ein bisschen wühlen und dort findet ihr die eine oder andere Sache, die euch bestimmt sehr ermundet und die ihr noch nicht sehr kennt. Habt ihr schon den Film Viva la Waldorf geguckt? Mein Kurzfilm, ein Jahr lang hat es gedauert, den zu produzieren. Wenn nicht, dann mal ran. Auch so eine Sache, die ihr euch angucken könnt. Makaber, so die letzten Zeilen dieses Briefs. Was nicht makaber war, sondern sehr schön, war meine Seminarfahrt. Meine Seminarwoche, da war ich eine Woche weg. Ihr habt es vielleicht bemerkt oder halt auch nicht bemerkt. Ich habe ja vorproduziert, ihr habt jeden Tag ein Video bekommen. Aber konnte nicht antworten, aktiv in den Kommentaren. War da halt verreist, hatte auch keinen Empfang dort. Aber es war sehr, sehr schön. Viele neue Leute kennengelernt und eine richtig nice Gruppe. Ja, die beste Gruppe, die beste Seminargruppe, die man sich vorstellen kann. Wundervolle Leute. Props gehen raus an sie. Ja. So, ja. Was bleibt mir noch zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Ich hatte sie. Viel kann ich über meine Seminare auch nicht erzählen. Vielleicht kann ich hier ein paar Bilder vorbei huschen lassen. Eiltempo, dann könnt ihr sie euch mal angucken. Ich habe mal ein paar Landschaftsfotos gemacht als Fotograf. Ja. Und ganz nice, könnt ihr euch anhalten und angucken. Ansonsten. Angenehm forstliche Zeit. Einen schönen Rest Oktober.
eine nicht allzu gruselige Zeit. Könnte ja so sein Richtung Halloween. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Setlog oder was auch immer. Und ja, Happy Halloween jetzt schon mal im Voraus. So, so ist es. Na dann, ich hoffe, sie wirkt sich nicht zu Tode erschrecken. Das wäre schade drum. Ja, die Adresse und